Herzlich willkommen auf www.amateurscout.at. Heute wieder mit einer Interviewreihe der Reihe Taktik Corner. Diesmal mit einem sehr prominenten Neuzugang vom SK Amstetten, Thomas Hinum. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie für das Interview zur Verfügung stehst. Ja, herzlich willkommen auch und bitte sehr gerne. Ja, Thomas, du bist, wie gesagt, wahrscheinlich der prominenteste Zugang hier beim SK Amstetten. Ja, wie gefällt es dir da in Amstetten? Hast du dich schon eingelebt? Wie gefällt dir die Anlage? Ja, also wie eingangs schon am Ende, glaube ich, schon in mehreren Interviews von meiner Seite. Ich bin richtig froh, wieder einmal in der Nähe von meiner Heimat zu sein. Ich meine, in Linz ist jetzt auch nicht gerade weit weg, aber jetzt bin ich halt wirklich in Niederösterreich zu Hause aus St. Valentina. Und ja, meine ersten Eindrücke sind durchwegs nur positiv. Also ich muss wirklich sagen, da hat sich Amstetten was einfallen lassen, von der Anlage her. Allgemein von der ganzen Infrastruktur ist einfach alles, es hat richtig Zweitliganiveau. Ja, wie sind die Verantwortlichen von Amstetten auf dich zukommen? Wie ist die Kontaktaufnahme erfolgt? Das war eher zufällig durch einen Nachbarn von mir, der Lausecker Toni. Der ist in Amstetten auch, hat da einiges gemacht und denen immer geholfen. Und so ist eigentlich der Erstkontakt entstanden. Also es war eine ganz witzige Geschichte. Und ich meine, du hast jetzt bei Blau-Weiß Linz zum Schluss gespielt. Warum wechselt man in der gleichen Liga die Vereine? Es war natürlich aber ein anderer Gründe auch Ausschlag geben, sage ich mal, vor allem für später im Nachhinein einmal. Jetzt muss ich dann auch schon langsam schauen, jetzt bin ich 30 Jahre, dass ich nachher in die Arbeitswelt einsteigen kann und da hat mir am Städten einfach das bessere Paket geboten, wie ich bei Blau-Weiß Linz gehabt habe zum Beispiel. Ja, jetzt habt ihr die ersten Einheiten, Trainingseinheiten absolviert, ein Vorbereitungsspiel habt ihr. Wie ist so der erste Eindruck von deinen Mitspielern, von der Mannschaft? Was ist da dein erster Eindruck? Aha, wie gesagt, ein sehr guter Eindruck. Die Mannschaft harmoniert. Man merkt, es ist wirklich ein Team. Charakterlich sind wirklich alle Spieler gleich. Das habe ich auch selten erlebt. Ich glaube, das war von meiner Zeit nur in Ried, wo wir wirklich so eine Mannschaft waren. Und das kann ich nach 2 Wochen schon beurteilen. Und ja, natürlich muss man sich jeden Tag im Training steigern. Aber da ist der Trainer sehr dahinter. Das ist ein akribischer Arbeiter. Das merkt man auch gleich von den ersten Minuten an. Und ich denke, wir werden da hoffentlich eine gute Rolle in der Liga spielen. Du sprichst Trainer an, Trainer Robert Weinstabel. Ja, gibt es Taktikfuchs, also akribischer Arbeiter, wie du schon gesagt hast. Was hast du für einen ersten Eindruck von seiner Arbeit gewinnen können, beziehungsweise hast du schon vorher Kontakt gehabt oder hast du ihn schon vorher gekannt? Ja, natürlich erkundigt man sich, vor allem ein Spieler von mir, der ist jetzt nicht mehr da, der Tobias Heider-Madl, das ist auch ein Freund von mir, der war da, der hat mir natürlich auch ein paar Eindrücke vermittelt. Und ja, die Eindrücke sind durchwegs genauso, wie es mir beschrieben hat. Er arbeitet sehr professionell, sehr akribisch und den hat er, glaube ich, auch vor allem selber viel mitgenommen. Er war selber Spieler, Tormann und er macht es ganz gut, dass er das Mannschaftsgefüge zusammenhält und taktisch kann man ihm, glaube ich, sowieso nichts vorwerfen. Ja, jetzt habt ihr am Wochenende das erste Testspiel gehabt, 4:1 gewonnen. Ich glaube, du warst schon in dem Testspiel auch aktiv. Ja, wie ist da ergangen? Was war der persönliche Eindruck von deiner Leistung? Und, ja. Ja. Ja, natürlich. Also das erste Testspiel ist natürlich immer was Schönes. Vor allem mit einer neuen Mannschaft kann man sich wieder neu beweisen. Ich denke, es war für uns wirklich ein sehr gutes Spiel. Wir haben phasenweise wirklich das umgesetzt, was der Trainer sehen wollte. Unsere Chancen hätten wir natürlich ein bisschen mehr nützen können, aber ich glaube, für den ersten Test und gegen Union Gurten ist das schon ganz in Ordnung. Ja, das nimmst du von der ersten und zweiten Liga ja große Erfahrung mit. Du kennst die Ligen, du kennst ja die zweite oder erste Liga ganz gut. Was denkst du, kann der Verein SKU Amstetten, welche Rolle kann der in dieser Liga spielen? Ja, wie schon eingangs erwähnt, es wird, glaube ich, heuer wird es mit Abstand die beste zweite Liga, glaube ich, was wir jemals gehabt haben in Österreich. Ein Zuschauermagnet, denke ich, von meiner Seite wird das einen Hype gewinnen. Und ja, natürlich ist es immer schwierig, da Prognosen abzugeben. Jeder muss es erst finden und schauen, wie es ist. Aber wenn man in der Liga kämpft, rackert und beißt, dann hat man natürlich schon die halbe Mitte. Das andere wird sich dann sehen und ergeben, wo wir dann schlussendlich stehen werden. Wie siehst du deine Rolle in der Mannschaft? Jetzt nicht von der Position her, sondern du hast 160 Erstligaspiele, 140 Zweitligaspiele. Wie kannst du deine Erfahrung an diese Spieler weitergeben? Ja, natürlich immer zuerst mit Leistung, dass man die Spieler animiert, dass sie natürlich was sehen, dass einer was zeigen kann. Und natürlich immer mit der Hilfestellung, mit der nötigen Hilfestellung. Dass man jeden nicht immer gleich, sage ich jetzt unter uns gesagt, zusammen macht, sondern dass man wirklich einem eine Hilfestellung gibt, einem erklärt, wie man es besser machen kann. Und wenn das dann nachher das eine Rad ins andere greift, dann ergibt sich alles von selber. Aber natürlich mit meiner Erfahrung und mit meiner Routine müsste der Mannschaft da schon sehr weiterhelfen.
Und jetzt gehen wir auf deine Position am Feld ein. Du hast ja die meisten Spiele als defensiver Mittelfeldspieler gemacht. Du hast aber auch auf der rechten Abwehrseite rechts Mittelfeld gespielt. Was denkst du, wird deine Position bei dieser Mannschaft sein? Bis jetzt haben wir das System eigentlich in der Mitte eingespielt, also momentan eine zentrale Figur. Aber wie schon erwähnt, also es wird immer mehr als variabel umgesetzt. Das ganze Spielsystem werden immer variabler und dann wird man schlussendlich schauen, wie wir dann spielen werden und welche Position ich einnehmen werde. Du bist ja im besten Fußballeralter, also das Alter verrat man natürlich nicht, aber in wirklich nur in einem super Fußballalter. Jetzt habe ich ja mal in einem Interview gelesen, du hast gesagt, du musst ja auch dir an die Karriere danach denken. Was ist dein Plan danach? Ja, also ich habe einen Schulabschluss, Handelsschule in Berg damals gemacht. Dann war ich kurz ein halbes Jahr in die Energie gehe, habe dort reinschnuppern dürfen und dann bin ich als Profi geworden. Sonst hätte sich das, glaube ich, alles gar nicht so ergeben und ich wäre bis heute noch in die Energie gehe, was, glaube ich, auch nicht schlecht gewesen wäre. Aber ja, also ich möchte schon unbedingt im Sport erhalten bleiben, durch meine Erfahrung, durch meine Kontakte, was ich mittlerweile schon kennengelernt habe. Und da biete ich natürlich im Marketing oder im Sportmanagementbereich ein, da möchte ich gerne dann wieder zubeschnuppern und dann wird man das sehen, ob das wirklich auf Dauer eine Lösung sein wird. Geht Richtung dem, Richtung Trainer, ist das ein Thema? Da habe ich jetzt gerade die B-Lizenz absolviert, aber Trainer, das wäre eigentlich nicht so eher mein Typ, aber wie schon erwähnt, das muss man natürlich alles, die ganzen Prüfungen sollte man schon machen, dass man sagen kann, man hat die Prüfungen gemacht. Ja. Okay, na, jetzt startet die Saison Ende Juli mit einem Heimspiel gegen FAC. Ja, die waren ja voriges Jahr relativ weit hinten. Man weiß natürlich nicht, was sie bei der Mannschaft da hat. Aber eigentlich ein machbarer Gegner, oder? Ja, wie du schon richtig gesagt hast, FAC ist immer so eine Wundertüte. Ich glaube, die letzten 4 Jahre, wie in der Liga war, immer gegen die gespielt und immer wieder war es eine neue Mannschaft. Also da muss man wirklich höllisch aufpassen. Aber ich denke, mit der Euphorie, das erste Heimspiel zu Hause, Sonntag 10.30 Uhr, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als das erste Heimspiel zu Hause gegen einen FAC zu haben. Ja, jetzt in eigener Sache, also Amateurscout ist ja ein Dienstleister im Bereich Video-Analyse. Wir durften auch schon einige Male für den Trainer Weinstapel einiges machen. Hast du die Plattform Amateurscout vorher gekannt, beziehungsweise generell, was sagst du zur Videoanalyse auch im Amateurbereich? Ja, es wird immer wichtiger, also Videoanalysen. Vor allem gerade im Amateurbereich, wie du gerade richtig angesprochen hast. Es ist einfach nicht mehr so wie früher, dass man jetzt nur sagt, nur die Bundesliga nutzt es, sondern auch im Gegenteil, es wird immer mehr, auch von der zweiten Klasse, glaube ich, wird es teilweise schon genutzt. Und also von meiner Seite her ist das nur positiv. Und vor allem dort, glaube ich, jeder, was davor, jeder einzelne Spieler kann sich weiterentwickeln, jeder einzelne Trainer kann sich weiterentwickeln. Und deswegen finde ich das eine tolle Sache. Ja, abschließend würde ich nur einen kleinen Word-Rap mit dir durchführen. Also ich fange einen Satz an, du beendest ihn. Ja, muss nicht unbedingt so ernst genommen werden, die ganze Geschichte, okay? Ja, okay. Also ich relaxe am liebsten. Zu Hause. In meinem Kühlschrank befindet sich... Puh, schwierig, das darf ich da jetzt nicht so sagen. Johannisbeersaft. Von der WM 2018 in Russland halte ich... Sehr viel, weil die Mannschaften wirklich, wie man sieht, ein hohes Niveau haben. Nicht nur die europäischen, sondern auch, wie man sieht, Japan kommt immer weiter und wir werden schauen, wer da Weltmeister wird. Weltmeister wird? Brasilien, hoffentlich. Außer Fußball sind meine Talente? Oh, das ist schwierig. Ein Witz erzählen. Okay. Mein größtes Abenteuer war? Urlaub vor 2 Jahren in Thailand. Und zum Schluss die letzte, der SK am Stetten wird am Ende der Saison am Platz 5 stehen. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du Zeit genommen hast jetzt vor dem Training. Ja, wünsche dir persönlich und natürlich der Mannschaft alles Gute für den Zweitliga-Auftakt und auch für die gesamte Meisterschaft. Wir werden das verfolgen, werden uns sicher das eine oder andere mal sehen. Also ich wünsche alles, alles Gute und vor allem eine verletzungsfreie Saison. Dankeschön. Danke.